Was? Einer von denen hat Schafshoden gegessen? Ja, was guckt ihr auch alle, Bauer sucht Frau? Vergesst das Dschungelcamp. Wir zeigen euch richtige Mutproben. Nicht im kuscheligen Australien, sondern in Sibirien. Und nicht von irgendwelchen Halbprominenten, sondern von wirklich total Unbekannten. Darf ich vorstellen? Norbert. Seines Zeichens Russlanddeutscher, nur andersrum. Seit Jahren lebt er in Novosibirsk und berichtet bei Deutsche in Novosibirsk auch darüber. Und als wir vor ein paar Monaten fragten, was unsere Zuschauer für 5 Dollar machen würden, hatte Norbert eine Idee. Für 5 Dollar wollte er im Winter mit seinem Ehrensenf-T-Shirt Eisbaden gehen. Ja, ja, haben hier alle gedacht. Wahrscheinlich macht er die knappig und entdeckt kurz vorher seine Wasserallergie. Aber falsch gedacht, Norbert ist kein Warmduscher. Ja, knackige 10 bis 20 Grad minus waren es, aber das Ehrensenf-T-Shirt hat ihn schön warm gehalten. Es gibt sogar ein Video, das unseren 5-Euro-Jobber Norbert bei der Arbeit zeigt. Und das lässt einem nicht nur wegen der Blair Witch Project-Anmutung das Blut in den Adern gefrieren. Ja, 5 Euro, richtig gehört. Wir haben großzügig aufgestockt und dazu schicken wir Norbert auch noch einen Ehrensenfbecher für ein Heißgetränk. Nächsten Winter ist er sicher da. Schockgefroren wird übrigens auch David im Science-Fiction-Kurzfilm Some Nolans von Patrick Kalin. Denn in einer Welt ohne fossile Energien muss er sich zur Gewinnung erneuerbarer Ressourcen einem Experiment unterziehen, das ihn in das gefährliche Jahr 2061 bringt. Ein Jahr, in dem die Rückreiseverbindung auch nicht gerade die beste ist. Viel entspannter reagieren da die lazy Teenage Superheroes auf futuristische Bedrohungen. Die pubertierenden Superhelden in Michael Ashtons 300-Dollar-Produktion sind nämlich eigentlich eher faul und kümmern sich nur, wenn es unbedingt sein muss, um die Weltrettung, bei der sie dann auch noch ihren einzigen Kumpel ohne Superkräfte mitschleppen müssen. Blutdrucksenkende Nachricht für Wutbürger. Die Bayern LB fordert von ihrem ehemaligen Risikovorstand Gerhard Gripkowski Schadensersatz in Millionenhöhe, weil der seine Jobbezeichnung zu wörtlich genommen hat. 3,7 Milliarden verlor er damals stellvertretend für uns alle. Dafür nahm er aber laut Staatsanwaltschaft beim Verkauf von Formel-1-Anteilen seines Arbeitgebers privat 50 Millionen ein. Als ob er damit durchkommt. Sowas klappt doch höchstens mit der FIFA. Wer lieber geistig statt finanziell profitiert, sollte mal Do Nothing for 2 Minutes besuchen. Hier kann und darf man für 2 Minuten weder Maus noch Tastatur anrühren. Ein willkommener Urlaub für die Finger, aber eine harte Probe für die Geduld. Fast nichts tun kann bzw. muss man in einem Listening Room. Ein virtueller Raum, in dem man gemeinsam mit Freunden Musik hören kann. Und zwar die Songs, die von den anwesenden Usern hochgeladen werden. Also kommt doch mal vorbei, ich habe mein Scooter-Album dabei. Die Bayern wollen sich übrigens nicht mehr nur nicht von Bankern, sondern auch nicht mehr von anderen Bundesländern schröpfen lassen. Die Angeberländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen drohen mit einer Klage gegen den Länderfinanzausgleich. Ja, Griechenland konnten alle noch verstehen, aber Schleswig-Holstein? Besser die Reichen bleiben reich und die Armen geben ihr letztes Hemd. Genau wie im Animationsfilm Runaway von Cordell Barker. Auf der abenteuerlichen Zugfahrt reicht die gesamte 2. Klasse aber trotzdem nicht ganz als Ersatz für den ausgehenden Treibstoff. Höchste Zeit für den Zugführer, sich persönlich um die Befeuerung zu kümmern. Über Abkühlung freut sich dagegen das kleine Mädchen in Bon Appetit von Craig Knowles und David Riches. Zumindest bis ein gefräßiges Monster ein Auge und eine Zunge auf ihr Eis wirft. Aber unbeeindruckt von dem Dieb will die Kleine zurück, was ihr gehört, und landet in einer bezaubernden Magengegend mit Eiscreme, Schmetterlingen und einem seltsamen Rumoren. Das war Ehrensenf, ich bin Pia. Tschüss! Übrigens, es gibt schon seit Jahren die Seite Do Nothing for 4 Minutes. Nennt sich nur Ehrensenf.